Hey, hey, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir hecheln mal die Herbstneuheiten 2020 durch. Das geht jetzt hier in diesem Video um die Insel der Katzen. Ist zu Deutsch bei Skellig Games erschienen. Ist für ein bis vier Spieler. Dauert ungefähr eine Stunde bis anderthalb. Und ist angeblich ab 8 spielbar. Wir finden nicht, weil wir haben uns die Familienvariante gar nicht angeguckt. Wahrscheinlich geht das dann auch mit jüngeren Mitspielenden, wenn man die Familienvariante spielt, aber wir haben nur das volle Spiel sozusagen gespielt. Ich werde hier nicht im Detail die Regeln erklären, sondern nur kurz so einen Überblick geben. Grundsätzlich vorher muss man sagen, oh, wobei, das machen wir hinterher. Genau, worum geht das? Es geht hier grundsätzlich um eine Insel der Katzen. Das ist eine Insel, da wohnen Katzen drauf. Und es gibt so einen ganz fiesen Knilch, Wesch oder so heißt der, der will die Welt unterjochen oder ich glaube sogar gänzlich vernichten. Und als nächstes plant er die Katzeninsel zu vernichten. Und weil Katzen halt ein Mords-Internet-Erfolg sind oder so, wollen wir das verhindern, indem wir die Katzen retten von dieser Insel. Runde für Runde kommen hier aus dem großen Sack, der da mitgeliefert wird, kommen so Katzen ins Spiel. Das ist jetzt hier eine sehr lange, dünne Katze. Sowas wollen wir eher holen. Ne? Genau, das sind so Polyominos, also so Tetris-Teile mit Katzen in verschiedenen Farben. Und die werden hier links und rechts der Insel platziert. Und das sind jetzt die Katzen, die wir in der aktuellen Runde retten können. Zudem ist in der Schachtel jede Menge anderes Zeug. Hier so Schätze, die sollte man nach Form und Farbe sortiert haben. Eigentlich habe ich es nicht gemacht. Und zudem hier so Zauberkatzen. Wie heißen die? Weiß ich auch nicht. Die haben auch irgendwie einen Namen. Das sind so ganz spezielle Superkatzen, die wir auch retten können statt der stinknormalen Katzen. So, wie läuft das jetzt ab? Runde für Runde bekommt hier jede Spielerin 2, 4, 6, 7 Karten auf die Hand. Das ist ein sehr, sehr dicker Kartenstapel. Und die draften wir letzten Endes. Ne? Ich schaue mir die an, suche mir da zwei aus, die ich ganz gerne behalten möchte, wähle die für mich aus, gebe den Rest nach links weiter, ne? Bekomme somit von rechts auch wieder 5 Karten auf die Hand, aus denen ich dann zwei aussuche und so weiter. Am Ende haben wir dann jeder 7 Karten hier liegen. Und ne, ihr seht, das ist alles hier unvorbereitet, wie immer, wenn wir so Scheiß machen. Diese Karten gibt das letztlich in 4 verschiedenen Farben. Jetzt habe ich sogar Quatsch erzählt, sind 5 verschiedene Farben, die dann in verschiedenen späteren Spielphasen zum Tragen kommen. So, jetzt hat jede Spieler in 7 Karten auf der Hand und muss entscheiden, welche dieser Karten er oder sie spielen möchte in dieser Runde. Nämlich haben die Karten alle ein Problem. Die haben oben links, seht ihr hier 1, 3 und so weiter. Da sind kleine Zahlen aufgedruckt. Und das sind die Kosten, die ich zu entrichten habe, wenn ich die Karten auf der Hand behalten möchte. Wenn ich das schnell zusammenrechne, dann komme ich hier auf insgesamt 16. Das heißt, wollte ich alle 7 Karten spielen, dann müsste ich insgesamt 16 Fische ausgeben. Das ist die Währung in dem Spiel. Da haben wir so einen kleinen Fisch. Das ist jetzt nicht ärgern, wenn ihr es zu Hause aufmacht. Das sind die Holzfische aus der Kickstarter-Erweiterung. Im normalen Grundspiel sind da Pappmarker für die Fische drin. Und ich müsste 16 Fische ausgeben, um die Karten alle auf der Hand zu behalten. Jede Runde bekommt jede mitspielende Person 20 Fische zur Verfügung. Das ist die erste Phase irgendwie oder zweite Angeln. Das heißt, wir gehen zuerst mal angeln. Das heißt, jede spielende Person bekommt 20 Fische und mit denen muss man dann halt irgendwie haushalten, weil wir die auch später noch brauchen werden. Sagen wir aber mal, ich habe aus den Vorrunden Fische behalten, ich kann es mir leisten, behalte jetzt diese 16 Karten auf der Hand, die Karten für 16 Fische auf der Hand und alle Mitspielenden, in dem Fall nur wir zwei hier, haben uns dann entschieden, was wir spielen wollen. Gehen wir in die nächste Phase. Die nächste Phase ist die Erkundung der Insel. Also die Insel ist uns selber fremd.
Und wir wollen die jetzt erkunden. Und in dieser Erkundungsphase sind die grünen Karten relevant, die wir da ausspielen. Jetzt wählt jeder im Geheimen, welche grünen Karten er spielen möchte. Und da sind dann verschiedene Informationen drauf, nämlich einerseits Körbe oder kaputte Körbe und so Stiefel. Die Stiefel sind quasi die Geschwindigkeit, mit der wir uns über die Insel bewegen. Und die Anzahl der Stiefel verglichen unter den Spielern, die entscheidet hier auf der Reihenfolgeleiste auf der Insel über die Spielreihenfolge. Es wäre die blaue Spielerin zuerst, dann die violette Spielerin, dann die rote Spielerin. Auch das hier übrigens Kickstarter-exclusive. Normalerweise hat man da kleinere Katzen. Die habe ich gar nicht ausgepackt, packe ich später aus, weil man die auch noch für was anderes braucht. Also jede Spielerin bekommt eine Spielfarbe zugewiesen und hier auf der Insel wird dann die über diese grünen Karten die Spielreihenfolge beim Retten der Katzen entschieden. Haben wir das alle gemacht, gehen wir in Phase Nummer 3, nämlich Lektionen lesen. Storymäßig ist das wohl so, dass wir jetzt Mittagspause machen, wir zünden uns ein Lagerfeuer an und wir haben so Lektionen, das sind die blauen Karten, auf, weiß ich nicht, alten Schriftrollen oder uralten, in Blut geschriebenen Folianten oder so. Und die geben uns Siegpunkte vor. Das ist so, dass grundsätzlich, das ist auf jedem Spielertableau, kann ja das vielleicht mal kurz ins Bild halten. Das Spielertableau ist hier so ein Boot, auf dem wir die, mit dem wir die Katzen retten wollen. Und das puzzeln wir nach und nach voll mit Katzen. Und da sind hier unten links immer schon Siegbedingungen vorgegeben. Wir wollen die Räume auf dem Boot füllen, wir wollen, dass keine Ratten zu sehen sind und. Es gibt also verschiedene Dinge, die Siegpunkte geben, aber vor allem geben Siegpunkte diese Lektionen. Ja, wenn ich jetzt diese Karte in der Phase Lektionen lesen ausspiele, dann ist das eine Lektion, die nur für mich besteht. 7 Punkte, wenn du genau 3 permanente Körbe besitzt. Aha. Sondern 7 Siegpunkte am Spielende, wenn ich von diesen Korbmarkern, habe ich jetzt auch nicht ausgepackt, genau 3 Besitzer am Spielende. Es gibt von den Lektionen noch eine zweite Variante, nämlich offene Lektionen. Das sind Dinge, die dann für alle Mitspielenden gelten. Finde ich jetzt spontan keine, ist ja auch wurscht. Da stehen dann Sachen drauf, wie irgendwie jede lila Katzenfamilie ist 2 Punkte wert. Oder wenn du eine bestimmte Anzahl Schätze gesammelt hast, bekommst du 5 Punkte oder. Das sind aber Karten, die offen ausgelegt werden und die dann für alle Mitspielenden gelten. Die meisten der Lektionen spiele ich im Geheimen, das heißt, meine Mitspielenden wissen nicht, wofür ich am Spielende meine Punkte einsammle. Das habe ich für mich hin definiert und das ändert natürlich meine Art des Spielens, welche Katzen ich sammeln will, wann ich wo welche Katzen hinlegen will. Das war Lektionen lernen und jetzt gehen wir Katzen retten. Und da brauchen wir dann, habe ich ja eben schon mal gesprochen, dass wir sie nochmal brauchen, die Fische für. Die Katzen, die hier links der Insel liegen, jede dieser Katzen zu retten, kostet uns 3 Fische. Auf der rechten Seite der Insel müssen wir 5 Fische dafür ausgeben. Wahrscheinlich sind die irgendwie besser versteckt im Dschungel oder so. Und deswegen brauchen wir mehr Futter, um die anzulocken, in unsere Körbe zu packen und auf unser Boot zu bringen. Das geben wir im Reihe um Fische aus, um jeweils eine Katze zu retten und in unser Boot rein zu puzzeln. Holt sie sich da auch so eine Katze, macht hier gleich schon einen Fehler, da ist eine blaue Schatzkarte, packt eine lila Katze drauf, Pech gehabt. Warum? Erkläre ich jetzt. Geht nicht, passt nicht. So. Grundsätzlich bekomme ich am Spielende Punkte für Katzenfamilien. Familien heißt, ich möchte möglichst viele Katzen, und zwar mindestens 3, optimalerweise mehr, der gleichen Farbe direkt zueinander benachbart haben. Und dazu sind in den verschiedenen Räumen der Schiffe, das ist dann auf jedem Tableau anders verteilt, sind farbige Schatzkarten in den Farben der Katzen. Und wenn ich diese Schatzkarte, seht ihr hier, ne, das ist eine lila Schatzkarte, wenn ich die mit einer lila Katze überbaue, dann habe ich sofort Zugriff auf Schätze, die ausliegen. Und Schätze sind einfach zusätzliche Puzzleteile, die mir dabei helfen, mein Boot optimalerweise komplett voll zu puzzeln. Ist mir noch nicht gelungen, geht bestimmt, aber dafür haben wir noch nicht genug Partien gespielt. So, das ist das Katzenretten. So, wenn jetzt niemand mehr Körbe übrig hat oder keine Fische mehr übrig hat oder keine Katzen mehr retten will, aus welchem Grund auch immer, endet diese Phase. Wir gehen in die nächste Phase, seltene Funde. Und dafür brauchen wir dann die braunen und gelben Karten.
die uns erlauben, beliebig viele kleine Schätze zu, ne, beliebig viele ist gut, ne, jetzt diese Karte würde mir zum Beispiel erlauben, zwei beliebige kleine Schätze zu nehmen, das sind die, die hier offen immer für alle zur Verfügung stehen, oder ich zahle einen Fisch, um zwei gewöhnliche Schätze zu nehmen, die sind dann größer, und dann gibt es noch, habe ich hier jetzt nicht Karten, die sagen, seltene Schätze nehmen, die sind nicht so kupferfarben, sondern im hellen Goldton gehalten, das sind größere Puzzleteile. Und auch teilweise beziehen sich halt Lektionskarten auf gewöhnliche, kleine oder seltene Schätze. Und auch die braunen sind seltene Funde. Das sind Oshaks, die wir nehmen können. Das sind diese von mir zu Beginn erwähnten Zauberkatzen. Das sind hier so weiße Kollegen mit rotem Streifenmuster und grünen Füßen. Die kann ich auch irgendwo in mein Boot reinpuzzeln. Und immer wenn ich die reinpuzzle, nehme ich mir dann die früher im Video bezeichneten kleinen Katzenfiguren und stelle die da drauf, um damit deren Farbe zu definieren. Also die helfen mir, die Familien größer zu machen letzten Endes. Jetzt hätte ich hier eine rote Oshaks, war ziemlich bescheuert, weil ich hier angefangen habe, lila Katzen zu sammeln. Macht aber nichts, ich kann lila hier unten weiterbauen und mache dann hier oben halt eine rote Familie. Ne? Wichtig ist dabei, dass immer wenn ich puzzle, muss ich schon benachbart zu schon liegendem Zeug puzzeln. Also ich kann jetzt nicht sagen, super, ich habe eine grüne Katze gefangen, ich knall die hier mal auf die grüne Schatzkarte, weil ich dadurch ein bisschen Schatz bekomme, sondern ich muss immer benachbart zu schon liegendem Zeug puzzeln. Genau, das ist dann die Phase seltene Funde. Die ist auch irgendwie storymäßig erklärt, dass wir irgendwie abends auf dem Boot wieder uns unsere Geschichten erzählen, was wir alles Tolles gefunden haben. Und dann gehen wir in die nächste Runde, bewegen Wäsch hier eins weiter und wenn der die Hand erreicht, dann ist das Spiel zu Ende und dann werden die Punkte gezählt. Na, grundsätzlich gibt es Punkte, die ohnehin für alle gelten. Das ist, kann ich hier einmal schnell durchhecheln. Jede Ratte, die noch auf dem Boot zu sehen ist, ist ein Minuspunkt. Jeder Raum, den ich nicht komplett gefüllt habe, Räume sind hier durch so braune Wände definiert oder auch für Leute, die das nicht so gut sehen oder wenn es nachher überpuzzelt ist, sieht man die Räume, die Wände nicht mehr unbedingt, sind die Räume begrenzt durch so Symbole. Dann sehe ich immer gleich, habe ich einen Raum oder habe ich nicht. Jeder Raum, der nicht voll gepuzzelt ist, ist minus 5 Punkte wert. Die Katzenfamilien geben dann Punkte für die Größe der Familie. Ja, sobald es drei gleichfarbige Katzen sind, sind das 8 Punkte, bis hin zu 40 Punkten für 10 gleichfarbige. Dann bekomme ich Punkte für meine eigenen Lektionen und Punkte für die offenen Lektionen. Dann ist das Spiel zu Ende. Wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wichtig dabei zu erwähnen ist, wir haben jetzt hier eben diesen Kartenstapel, ich weiß gar nicht, was das sind, 150, 160 Karten. Dazu kommen pro Partie immer noch weitere Lektionsmodule. Ja, also das Spiel ist da variabel aufgebaut. Es gibt insgesamt im Grundspiel 6 verschiedene Lektionsmodule, von denen wir halt immer 3 in den momentan gespielten Kartenstapel reinmischen und so ist das von Partie zu Partie ein bisschen anders, was für Möglichkeiten überhaupt im Spiel sind, Punkte zu machen und da muss man natürlich sein eigenes Spiel darauf anpassen. Genau, das ist regeltechnisch oder zumindest mal kurz erklärt regeltechnisch Insel der Katzen. Es gibt einen Solo-Modus natürlich und es gibt wie gesagt diese Familienvariante, da nehmen wir die andere Seite des Schiffes, das ist hier markiert mit einer kleinen grünen Katze, die volle Regel haben wir hier mit dem roten Spielplan. Aber genau, also wie gesagt, die Familienvariante haben wir uns gar nicht angeguckt. Die besteht hauptsächlich wirklich nur aus diesem Puzzlespiel. Und was wir toll finden an dem Spiel, oder was uns wirklich positiv überrascht hat, wir sind ja häufig eher so ein bisschen hesitant, wenn es um so Kickstarter-Geschichten geht. Und Insel der Katzen war ein sehr, sehr erfolgreicher Kickstarter. Und häufig ist das ja dann irgendwie, joa, war erfolgreich, aber tolles Spiel steckt jetzt nicht drin, aber gut, geben wir dem mal eine Chance. Und dann haben andere Kollegen haben gesagt, hier Insel der Katzen, das muss unbedingt in die Aktion hoher Spielwert, weil das richtig, richtig toll ist. Und also haben wir es gespielt und wir waren richtig positiv überrascht. Da steckt ein wirklich tolles, komplexes Spiel drin. Und tatsächlich eins der Hauptdinge, die uns wirklich begeistert hat, sind diese Lektionen, die wir eben im Grundspiel schon drin haben. 2 Punkte pro selten im Schatz. Nice, ne? Gehe ich eher schätze ja. Und die wir dann eben anpassen können über die Lektionsmodule, die dafür sorgen, dass man im Verlauf der Partie
erst entscheidet, wofür alle Mitspielenden, aber vor allem man selber am Spielende seine Punkte bekommt und damit das immer und immer und immer wieder neu für sich selbst anpassen muss. Das hat uns tatsächlich schwer begeistert. Dieser Drafting-Mechanismus funktioniert gut, der bringt einen ständig in Zwickmühlen, unter anderem eben drum, will ich jetzt die tolle Lektion, die für mich super passend wäre, jemand anderem weitergeben, der sie dann nur abwirft oder vielleicht selber für sich nutzen kann, weil ich dringend diese Stiefel brauche, damit ich in der Spielerreihenfolge weiter oben lande oder. Ja, also das Draften der Karten, das zwingt einen schon zu den ersten wichtigen Entscheidungen. Später werden weitere wichtige Entscheidungen getroffen, nämlich welche Lektionen spiele ich überhaupt aus, welche werfe ich ab, also bezahle sie nicht vorher mit Fischen. Wie wichtig ist es mir jetzt für wenige Fische hier eine Katze zu nehmen, statt teuer später dieselbe Farbe hier einzukaufen, wo aber vielleicht die Form besser passt oder auch nicht. Aber Petra hier, die braucht halt dringend diese rote und ich kann rote irgendwie auch gebrauchen, nehme ich ihr die halt weg, weil ich weiß, sie hat nur noch, hat keine 5 Fische mehr, um sich da die rote zu holen. Ja, und. Also das ist sehr, die Entscheidungsdichte in dem Spiel ist wahnsinnig hoch. Die Produktionsqualität ist ein Kracher. Also diese Puzzleteile sind hervorragend, die, wenn man jetzt nicht die Kickstarter-Erweiterung kauft, sind auch die Pappmarker für die Fische natürlich in Ordnung. Wir fanden es halt cooler, die Holzfische da zu haben. Karten sind hochwertig und vor allem viel, also dass tatsächlich da immer wieder in jeder Partie Varianz drin ist. Die haben zudem, haben sie an eure Katzen gedacht, nämlich, das kennt ihr ja vielleicht, Katzen wohnen gerne in so Schuhkartons und so. Beim Spielaufbau könnt ihr eure Katze hier rein platzieren. Die wohnt dann da, während ihr Insel der Katzen spielt. Und für alles, was in dem Spiel auftaucht, die Insel, die verschiedenen Katzenrassen und natürlich auch Wäschdüster Hand, der Bösewicht, gibt es hier so eine kleine Story auf der Spielschachtel. Und auch die Spielanleitung ist so geschrieben. Also der Anleitungstext wird immer wieder unterbrochen durch Story-Elemente, die erklären, was wir thematisch jetzt in der nächsten Phase machen. Das ist schon cool gemacht. Wir finden, die Story ist total schlecht und billig und da hätte man einfach mehr Zeit rein investieren können. Also grundsätzlich ist es halt so, der Typ ist ultra böse und will alles vernichten und deswegen retten wir die Katzen. Aber ist ja egal, weil der ist eh unaufhaltbar und da, wo wir die Katzen jetzt hinbringen zur Rettung, da kommt er ja auch vorbei und vernichtet das auch. Und das, also es ist irgendwie Hanebüchen, aber es ist nett, dass da so viel Gedankenarbeit reingeflossen ist. Finden wir durchaus stark. Genau, Insel der Katzen, richtig tolles Spiel, besser als wir ursprünglich gedacht haben. Wenn ihr da Interesse habt, das mal zu spielen, müsst ihr einen Impfstoff entwickeln, damit man hier vor Ort wieder spielen kann. Ansonsten könnt ihr euch natürlich das Spiel angucken bei uns. Die Regel gibt es auch sicher online, könnt ihr euch vorab informieren. Ansonsten haben wir das vorne auf unserem Aktion Hoher Spielwerttisch jederzeit zum Kauf zur Verfügung. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir an Spielen euch vorstellen können, schreibt uns das hier vor den Tisch in die Kommentare rein. Lasst uns ein Abo da mit einer Notification Bell, damit ihr informiert werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Und bis dahin wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit Spielen. Tschüss!